wachen jeden Morgen auf und denken uns, ich will nicht aufstehen. Nein, 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 wir stehen auf und machen die Übung alle mit. Zusammen wir starten durch und machen uns krass. Mach dich krass. Zusammen sind wir stark, die Arche ist am Start. Jawoll, die Arche ist am Start und wir haben heute Wasserflaschen am Start. Das wird nämlich heute unser Training sein, das Wasserflaschentraining. Also wir benutzen es nicht nur zum Mikrofonieren, sondern auch jetzt zum Trainieren. Ja, meine liebe Schwester Rebecca, die kennt ihr schon vom letzten Training. Hallo, hallo. Ich grüße euch. Schön, dass du wieder mit am Start bist. Ihr seid wieder mit am Start und ich hoffe, ihr habt richtig viel Energie mitgebracht. Übrigens, apropos Energie, draußen regnet es heute, deswegen haben wir uns hier drin ein kleines Feuerchen gemacht. So schaut's aus und wir bringen jetzt Feuer aufs Parkett bzw. in die Trainingshalle. Wir sagen jetzt Feuer frei zum Wasserflaschentraining. Wow! Die erste Übung. Habt ihr eure Wasserflasche? Ich muss gestehen, ich habe sie jetzt eben ausgetrunken, weil ich habe festgestellt, die leere Flasche, die macht das Ganze etwas einfacher. Also, wir legen los. Wir machen die erste Übung, die nennt sich Plank. Ihr geht auf die Knie und jetzt nehmt ihr die Wasserflasche auf den Rücken. Und jetzt haltet ihr erstmal die Wasserflasche auf den Rücken. Geht's, Rebecca? Ja. Ja, ne, das ist nämlich gar nicht so einfach. Balance halten. Und jetzt, wenn ihr die Balance habt und die Wasserflasche fällt nicht runter, wackelt nicht, dann geht ihr mit dem Po mal hoch bzw. nehmt die Knie hoch. Und geht in den Plank. Ah, Rebecca! Ja, das ist gar nicht so einfach. Gar nicht so einfach, ne? Mach's direkt nochmal. Überhaupt kein Thema. Wenn es nicht funktioniert, dann probiert das einfach nochmal neu aus. Ne? Achtet drauf, drückt gegen die Wasserflasche. Der Bauchen, aber der geht nach innen. Und jetzt habt ihr ein super Training. Jetzt haltet das bitte noch 10 Sekunden. 5, 4, 3, 2, 1. Und jetzt nehmt ihr die Knie wieder runter. Super, geht leicht ins Hohlkreuz. Jetzt probiert mal, den rechten Arm nach vorne zu nehmen und das linke Bein geht nach hinten, also diagonal. Und versucht die Wasserflasche oben zu halten. Halten, halten, halten. Bauch angespannt. Und jetzt geht ihr wieder zurück. Lasst die Wasserflasche nicht fallen. Und langsam die andere Seite. Diagonal. Super. Klasse. Komm, weil es so gut ist, machen wir das nochmal auf der anderen Seite. Wasserflasche fällt nicht runter. Und wenn, kein Problem, einfach die Wasserflasche wieder auf den Rücken legen. Super. Noch einmal, ganz vorsichtig, balancieren, die Wasserflasche bleibt auf dem Rücken. Noch 5 Sekunden, 5, 4, 3, 2, 1, super! Das war Übung Nummer 1 und 2, jetzt kommt Übung Nummer 3. Wasserflasche ist nach wie vor am Start und wir kommen zu Übung Nummer 3. Wir gehen auf den Rücken. So, jetzt nehmt ihr mal den Po nach oben. Die Hüfte geht nach oben. Und jetzt steht ihr sozusagen auf den Füßen. Der Bauch ist angespannt. Und jetzt nehmt ihr mal die Wasserflasche über den Kopf und unter den Beinen wieder hervorschieben. So sieht das aus. Und komm, macht's mir nach. Super. Gar nicht so sehr in Eile sein. Aber der Po ist immer nach oben gestreckt. Und eigentlich müsstet ihr den Po jetzt auch spüren. Rebecca, spürst du den Po? Ich spüre meinen Po. Ja, super. Dann jetzt mal die Wasserflasche in die andere Richtung. Klasse. Spürt den Po. Spürt den Po nach wie vor. Komm. Klasse. Noch dreimal. Drei. Super.
zwei. Und ein letztes Mal. Oh, ich lasse ganz kurz mit dem Po nach unten. Komm ganz kurz wieder hoch. Wir bleiben aber genau in der Position, denn jetzt kommt Übung Nummer 4. Boom! Wir bleiben jetzt auf dem Boden, habe ich ja gerade schon gesagt. Und jetzt gehen wir nochmal mit dem Popo nach oben. Und jetzt nehmen wir mal ein Bein nach oben. Schaut mal so. Und jetzt gehen wir wieder runter. Und jetzt gehen wir wieder hoch. Mit der anderen Seite. Jetzt gehen wir mit dem Bein wieder hoch. Und jetzt mit dem anderen nochmal hoch. Das Ganze noch einmal. Links. Und der Popo bleibt oben. Und rechts. Und wisst ihr, was wir jetzt machen? Weil es ist ja ein Wasserflaschentraining. Bein hoch. Wasserflasche hier runter. Und runter. Andere Seite. Hup. Jawohl. Und klasse. Toll. Achte darauf, dass der Popo immer oben ist. Schön. Und nochmal. Jede Seite noch einmal. Oh, Popolano, was das anstrengend. Jawohl. Super. Klasse. Wir kommen zur nächsten Übung. Boom. Ich gehe jetzt noch nicht schlafen, Rebecca auch nicht und ihr auch nicht. Nein, aber wir gehen trotzdem in Bauchlage. Legt euch jetzt mal so hin. Die Beine sind oben so ein bisschen angehoben. Und jetzt das Kinn oder das Gesicht zeigt Richtung Boden, aber nicht ablegen, sondern ihr habt immer eine leichte Körperspannung. Und jetzt übergebt ihr die Wasserflasche vorne nach hinten. Vorne nach hinten. Achtet darauf, dass ihr den Nebenmann oder die Nebenfrau nicht anstoßt. Immer schön aufeinander aufpassen. Macht das Ganze doppelt so viel Spaß. Und jetzt wechseln wir mal die Seiten. Drehen sozusagen den Verlauf der Flasche um. Haltet Spannung. Ui, da habe ich mich gerade berührt, Rebecca. Das Entschuldige. Okay, komm noch. Dreimal. Und dann ist es gleich geschafft. Und noch einmal. Oh, Spannung. Und super. Klasse. Noch eine Übung. Ja? Okay, nächste Übung. Boom. Stell die Wasserflasche vor uns hin. Jetzt sitzt ihr auf dem Boden. Der Bauch ist angespannt. Ihr stützt euch mit den Händen hinten ab. Achtet darauf, dass die Schulter nicht hier unten ist, sondern schön fest. Genau, Brust raus. Und jetzt achtet mal drauf. Jetzt mit den Beinen über die Wasserflasche. Und wieder zurück. Probiert das mal aus. Schön. Klasse. Ganz langsam. Achtet darauf, dass ihr die Wasserflasche nicht berührt. Klasse. Noch ein paar Mal. 5, 4, 3, 2, 1. Super. Kurz Pause, bevor wir sind noch nicht fertig. Jetzt machen wir es ein bisschen schwerer. Die Flasche bleibt in der Mitte. Die Beine links und rechts. Und jetzt pass mal auf. Nach links die Beine bleiben. Mitte zur Seite. Das ist etwas schwerer, ne? Oh ja. Oh. So, für wen das so schwer ist, kein Problem. Dann macht das einfach wieder mit beiden Beinen. So wie ihr es könnt. Genau, da können wir jetzt durch. Okay. Na gut, dann machen wir noch drei Stück. Drei. 2, 1. Ach komm, super habt ihr das gemacht. Wir kommen zur letzten Powerübung. Ja. Boom. Wollen wir noch einmal Power? Ja! Yeah. Wir stellen die Wasserflasche zur Seite, die brauchen wir gleich noch. Und jetzt werden wir Seilchen springen. Tut mal so, als hättet ihr ein Seil in der Hand, genau. So, und jetzt gehen wir noch mal richtig Gas. Etwas schneller, Seilchen springt. Sehr schneller, 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 schneller. Jawohl. Super, macht ihr das. Wer kann die Knie noch mal hoch? Gleich geschafft. Noch mal schneller. Schneller, schneller, schneller.
Super, macht ihr das. Super. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wow! Da war Feuer drin. Schön. So, jetzt nehmt ihr doch mal die Flasche. Und jetzt ruhen wir uns schon aus, beziehungsweise tun unseren Muskeln was Gutes. Richtig? Richtig. Jetzt massieren wir unsere Beine mit der Flasche. Legen die Flasche auf den Oberschenkel, ganz locker umrollen, ab und auf. So wie es sich schön anfühlt. Und fühlt sich schön an. Super, klasse. Jetzt massieren wir sozusagen unseren Muskel, der gerade angestrengt wurde. Oh, super. Das tut gut. Ja, merkt ihr das, wie gut das tut? Noch ein paar Sekunden. Schön. Könnt auch die Wade mal massieren mit der Flasche. No? Schön über die Muskeln drüber. No? Und jetzt wechseln wir mal das Bein. Schön. Und den anderen Oberschenkel, der gerade richtig beansprucht wurde. Toll, klasse. Mhm. Fühlt sich gut an. Und nochmal über die Wade gehen. Klasse. Schön. Und ein paar Sekunden von der anderen Seite. Hui. Prima. Und wir entspannen unseren Rücken auch mit der Flasche. Wir nehmen die Flasche vor und beide Hände ganz locker. Und schieben die Schultern und die Flasche vor. Rücken runden. Ganz rund machen wir den Rücken. Den Kopf locker lassen. Tief ein- und ausatmen. Und mal im Wechsel rechts, links, schieb die Flasche vor. Und wir strecken den Körper. Das ist fast wie die Katze beim letzten Training, ne? Ja. Und strecken. Mhm, cool. Mhm. Und lass uns mal nach oben gehen. Richtig strecken. Nach oben. Und schau auf deine Flasche. Rechts und links strecken. Mach dich ganz lang. Gut. Oh. Und noch einmal in die Mitte zurück. Schaffst du es, die Flasche nach hinten zu bringen? Oh, jetzt schau mal hier. Oh. Ah, okay. Na, schau nach vorne. Gut. Und noch ein, zwei Mal nach rechts und nach links drehen. Und wieder in die Mitte zurück. Mit Flasche vor. Und nochmal rollen. Und nochmal runden. Und dann nochmal im Wechsel rechts und links. Oh, richtig strecken. Und dann gehen wir in die Mitte. Ganz weit vor. Versuche die Flasche auf den Boden zu legen. Und wieder nach oben strecken. Ja, strecken. Und noch einmal. Nach unten. Bringen wir die Flasche noch einmal zum Boden. Gut. Und wieder nach oben kommen. Ja, einmal noch. Wow. Strecken. Gut. Klasse. Wow. Das war doch ein richtig tolles Wasserflaschentraining. Fand ich auch. Vielen Dank für das tolle Stretching. Ja, gerne. Bitte denkt dran, wenn wir hier schon eine Wasserflasche in der Hand haben, immer viel Wasser trinken. Und damit meinen wir jetzt nicht die gezuckerten Getränke, die kann man ab und zu mal trinken, sondern viel Wasser, gerade nach dem Training. Ne? Und achtet drauf, nicht nur viel Wasser trinken, ich habe es ja eingangs schon gesagt, draußen regnet es heute, es ist sehr, sehr ungemütlich, also haben wir es uns hier drin umso gemütlicher gemacht. Wir haben Feuer angemacht, wir haben jetzt Sport mit euch gemacht, wir haben uns ein bisschen massiert. Also achtet drauf, dass, wenn es draußen nicht so schön ist, dass es dann zumindest um euch herum und in euch richtig gut aussieht. Ne? Hört Musik, lest ein gutes Buch, macht irgendwas,
was euch gut tut. Also, bis dann, das war unser Training für heute. Lasst es euch gut gehen!